Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Donnerstag 16 Uhr und Dirk und ich sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren nämlich einkaufen. Es musste dringend sein. Wir haben jetzt die letzten Tage immer das vor uns hingeschoben und hingeschoben, weil es einfach nicht ging. Heute mussten wir dann doch los, weil einfach ja kein Katzenfutter mehr, kein Wasser, keine Milch, Obst, Gemüse kaum noch und also alles Mögliche aufgebraucht hier. Und wenn ja so ein größerer Einkauf ansteht, das mache ich dann lieber selber. Sonst so Kleinigkeiten hat Easy schon Dienstag irgendwie ein paar Brötchen und noch eine Kleinigkeit geholt und so. Aber so größere Einkäufe muss ich schon selber tätigen. Deswegen waren wir los bei Lidl und kurz danach noch hier bei uns im Dorf beim Edeka, weil ich eine Kleinigkeit vergessen habe, wie zum Beispiel Ingwer. Ich will für Samstag Hühnersuppe kochen und in die Hühnersuppe will ich diesmal auch wieder Ingwer mit reinpacken. Aber alles der Reihe nach. Bei Lidl habe ich mit der App knapp 14 Euro gespart. Das lohnt sich wirklich. Die App ist richtig gut. Ich hatte da einen Coupon 5 Euro auf den gesamten Einkauf, dann noch was gratis und so weiter. Und auch ganz viele Angebote, eigentlich fast alles, was ich gekauft habe oder ganz vieles ist aus den Angeboten. Insgesamt ist das jetzt tatsächlich mit beiden Geschäften irgendwas mit 280 Euro geworden. Anfang des Monats, ne? Und dann eben, nachdem wir hier langes Wochenende und dann mehrere Tage noch krank nicht einkaufen waren, ja, ist schon eine große Summe, aber es sind halt solche Sachen wie der Riesenpackung Toilettenpapier und so weiter. Das zeige ich euch jetzt einfach der Reihe nach. Genau, beim Edeka sind gerade Pizzas von Dr. Oetker, die Ofenfrische und die Traditionelle im Angebot. Ich habe Ofenfrische hier, 4 Käse und Margarita und von der Traditionelle habe ich Mozzarella Pesto mitgenommen. Für morgen denke ich mal zum Abendessen. Heute mache ich gleich noch was anderes. Dann auch noch, ich zeige jetzt mal Edeka. Beim Edeka habe ich zweimal diese Ameisenköder noch mitgenommen. Es sind gerade hier überall welche verteilt, aber die sind nicht ewig. Dann gleich Ersatz oder eben ne, den nächsten. Eben den Ingwer habe ich beim Edeka noch mitgenommen. Diese beiden, wo ist denn noch eine? War noch eigentlich irgendwo eine Tüte hier. Diese beiden Tüten Chips habe ich noch beim Edeka mitgenommen. Einmal hier diese Gitterchips Surcream und einmal diese Linsenchips Tandoori Masala Style. Linsenchips mag Christian total gerne. Und dieses Tandoori Masala habe ich noch nicht gehabt, soll mal probieren, vielleicht schmeckt. Und bei Edeka sind die Mire Frischkäse im Angebot. Ich habe einmal Frühlingskräuter, genau, Frühlingskräuter und mit Lachs. Lachs mag gerne Dirk sehr, sehr gerne, also habe ich ihm die mitgenommen. Der Rest ist tatsächlich von Lidl. Es ist einiges, also 3 volle Körbe, eine volle Tasche und hinten haben wir eine Palette Katzenfutter, eine Palette Milch, 3 Sechserträger Wasser in großen Flaschen, einmal 9er-Träger in diesen 0,5 Flaschen und einmal 6er-Träger Orangensaft. Das haben wir gleich hinten gelassen, sonst würde hier gar kein Platz mehr sein. Auch im Angebot haben wir jetzt also diese große Packung Toilettenpapier mitgenommen von Hackle. Was wieder benötigt. Dann, ich mache jetzt einfach mal diese Kiste hier. Das war schwer. Ich stelle die mal auf den Stuhl. Moment, dann habe ich Platz zum Hinstellen von den Sachen. Genau. Eis hat Easy schon im Gefrierschrank verstaut. Im Angebot Magnum. Also ganz normal diese Classic-Geschichte. Dann habe ich noch den Reiniger und irgendwo muss noch ein anderer sein. Das ist Sacrotan Bad. Habe ich jetzt eingepackt. Joghurts hat Schatz eingepackt. Die sind auch im Angebot gewesen. Müller mit der Ecke. Alle möglichen Sorten.
Und das sind jetzt 12 Stück. Eine Flasche Öl ist dabei. Dann habe ich hier 2 davon eigentlich. Muss noch irgendwo eine sein. Ja, kommt gleich. 4 Käsemix gerieben ist super gut. Also für Pizza oder eben Auflauf und so weiter. Auch in der App günstiger. Milbona, meine Creme zum Kochen. Die nehme ich ja sehr oft in Soßen und so weiter. Habe ich jetzt dabei. Im Angebot XXL-Packung Delikatesse Puttenbrust für ja, Brot für die Arbeit. Auch im Angebot Rheinrind-Salami für Raffi. Sonst gibt es die ja da gar nicht mehr. Hier ist noch mehr Eis, das muss ich auch gleich verräumen. Im Angebot Kollektion, also verschiedene Sorten, 4 kleine Becherchen Ben & Jerry's. Easy liebt Ben & Jerry's, also habe ich die jetzt mitgenommen. Christian mag total gerne diesen Thunfischsalat, habe ich ihm jetzt auch für aufs Brot. Im Angebot war diese XXL-Packung 2 Kilo Mehl. Packe ich jetzt mal nach da hinten. Dann Schmand, es sind insgesamt eigentlich 4 Becher, da ist der 4. Ich habe gar keinen Schmand mehr, habe ich jetzt gleich 4 Becher mitgenommen. Wird bei mir ja sehr oft für alles Mögliche benutzt oder ich nehme das auch einfach mit dem Löffel und in Suppe, wenn ich im Topf in der Suppe nichts davon habe. Auch im Angebot habe ich ja jetzt oft gebraucht Thunfisch, einmal im Eigensaft und einmal in Öl habe ich. Jeweils 2, glaube ich, oder 3 Dosen, ein irgendwas, war 3, glaube ich. Zum Probieren diesen Käse mitgenommen. Dann haben wir Würstchen. Geflügelbratwürstchen, 2 Packungen. Und die Grillsaison geht ja langsam los. Dann habe ich hier eine Tüte Pommes, haben wir auch alles aufgebraucht. Die Jumbos und Fleisch. Ich habe tatsächlich Fleisch mitgenommen, ich habe nicht mehr viel. Rinderhackfleisch, 2 Packungen. Dann waren im Angebot die Hähnchen-Innenfilets, auch 2 Packungen. Und für die Hühnersuppe habe ich jetzt diese hier mitgenommen. Das ist 1 Kilo Unterkeulen. Ich mag lieber Unterkeulen für die Suppe. Geht es mal schneller als so ein ganzes Huhn. Ja, gefällt mir. Gratis in der App war tatsächlich dieser Käse. Einfach so ein Batzen für 3,59 hier. Gratis, ne? Also so Emmentaler. Eine Packung Salz habe ich dabei. Und mal einen Becher Mascarpone. Dann habe ich noch Tomatenmark, eine Tube und dann sind es eigentlich 2. Muss ich gleich gucken, wo die 2. ist. Butter ist auch dabei. Machen wir jetzt einfach mit der Tüte weiter, dann ist sie weg vom Tisch. In der Tüte sind nicht nur also ein paar nicht so ganz gesunde Sachen dabei. Ist ja, ist halt so. Chips und Dingens, wie heißen die nochmal, Salzbrezeln. Die Lais-Chips sind gerade im Angebot und die ganz normalen Salzstangen für Palem Dirk und Äffchen. Genau, im Angebot sind gerade, irgendwo dunkelt hier ist abgegangen, Pickups. Ne, ihr wisst ja, ich liebe Pickups, einfach mal so zum Tee ab und zu. Und alle möglichen Nüsse sind gerade im Angebot. Eigentlich das ganze Regal mit Nüssen und so, Snacks ist rot. Ne, mit roten Schildchen. Günstiger, ich habe 2 Dosen Erdnüsse dabei. Und für Rafi Walnusskerne, er liebt Walnusskerne, deswegen habe ich ihm die jetzt mitgenommen. Für die beiden, nee, 3, 4 Katzen da draußen, einmal zum Snacken was, ein bisschen so Spielereien, 2 Packungen. Dann habe ich noch Käse, Gouda, so einen ganz normalen. Dann haben wir noch woanders, das sind jetzt meine und, nee, das sind eigentlich Easy. Und jetzt habe ich mich vergriffen, aber die kann ich trotzdem auch tragen. Solche Füßlinge. Wenn man Ballerinas dann hat oder sowas. Dann habe ich hier, ist auch im Angebot,
für Geschirrspülmaschine diese, ja, Weichkapseln oder Tabs, wie auch immer die heißen. Einmal Kartoffeln, ein Säckchen. Jetzt habe ich, achso, hier sind noch mehr Nüsse. Ja, der Apfel dümpelte vor sich hin im Auto. Das ist noch der vom Markt. Haben wir übersehen beim Auspacken. Ist aber noch gut. Solche Erdnüsse habe ich noch mitgenommen. Und auch im Angebot, das ist jetzt alles Brunch. Ich habe einmal hier Paprika Peperoni und einmal Kräuter mitgenommen. Frischkäse geht bei uns ja hier sehr gut weg. Also habe ich das jetzt auch dabei. Einmal Brot, das ist, ich glaube, Bauernkruste. Dann zum Tee gleich solche Nussschnecken, die waren letztes Mal ganz lecker. Also habe ich gleich einfach eine Packung noch mitgenommen. Und Brötchen für die Schule und Arbeit für morgen und auch zum Frühstück. Hier sind Vollkornbrötchen und das sind gerade im Angebot Käselaugenstangen. Nehmen die Kinder tatsächlich sehr gerne mit, einfach so zur Schule. Dann haben wir noch was. Das ist für die Jungs, Herren-Snickersocken. Und das ist für mich, steht zwar auch Herren-Snickersocken, ist aber komplett Banane. Ne? Also ich nehme die halt. Socken. Schatz hat Tee mitgenommen und zwar Apfel und Minze. Minze-Zitrone haben wir jetzt dabei. Irgendwas hat gerade einer auf AB gesprochen. Eine Packung Zucker ist dabei. Dann einmal Finish Maschinenpfleger. Diese Dinger da. Dann haben wir auch im Angebot Pellkartoffelsalat. Hat Schatz mitgenommen. Hier ist noch eine Dose, genau. Hier ist noch eine Dose Thunfisch. Dann habe ich einmal diese WC- und Badreinigungstücher von Sakrotan mitgenommen. Hier sind nochmal Nüsse. Wie gesagt, die sind im Angebot gerade. Und hier ist die zweite Packung für Käsemix für Auflauf und so weiter. Im Angebot sind Salatfix, einmal hier Siebenkräuter und einmal Gartenkräuter. Und jetzt habe ich, achso, hier ist noch Butter, die zweite Packung, wie ich schon gesagt habe. Und hier habe ich jetzt noch was Gesundes, und zwar einmal Eisbergsalat, eine Zucchini, ein Beutel Möhren. Dirk hat im Angebot dieses Snackgürkchen mitgenommen, die sind mega lecker. Für die Hühnersuppe habe ich noch einmal hier den Sellerie mitgenommen. Nicht für die Hühnersuppe, sondern so Weintrauben. Und drei Stück rote Paprika sind auch noch dabei. Die Kiste ist jetzt auch leer. Die letzte Kiste, das sind im Angebot gewesen, Weintrauben hell, kernlos. Auch im Angebot Stangensellerie habe ich. Bananen, einmal den Pori für die Suppe. Zitronen sind gerade im Angebot, habe ich jetzt ein Netz dabei. Schatz hat ein großes Netz Äpfel mitgenommen. Dann habe ich noch drei Orangen dabei. In der App günstiger, der aus der Kühltheke frischer Saft, roter Multimix und einmal hier Orange Mango haben wir mitgenommen. Einmal Toast, eine Packung. Und Flex, ich habe jetzt geschrieben, den Kindern was fehlt, haben die geschrieben Flex, habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen, die Schokoshells und eine Packung Zimtinus. Ja, das ist jetzt unser XXL tatsächlich Wocheneinkauf. Es sieht jetzt hier gar nicht so aus, der Wagen war mit Berg, da haben die Leute aber geguckt.
Ja, wenn man aber bedenkt, dass da erstmal drei große Träger, diese Sechser, ne, große Wasserflaschen standen und dann noch Orangensaft, da war eigentlich auch kaum noch Platz drin gewesen für den richtigen Einkauf. Eigentlich wollte ich noch die Blümchen mitnehmen, habe ich aber nicht mehr gemacht. Wenn man reingeht, noch draußen auf solchen Trolleys standen Geranien und noch irgendwelche Blümchen, die sahen auch sehr, sehr gut aus. Aber ich habe mir das dann so gedacht, buddelst die jetzt ein und dann kommt der Frost. Wir haben gerade mal Anfang April. Es kann immer noch Frost kommen und die dann abdecken und so weiter. Gerade jetzt hatte ich absolut null Lust drauf. Wir werden dann woanders Blumen kaufen, weil wir müssen schon auf jeden Fall noch ein paar Blümchen besorgen. Für die Bottiche und auch für so in die Erde reinstecken, weil einfach ja alles noch gerade kahl aussieht bei uns. Aber heute habe ich das jetzt gelassen. Man muss die dann ja auch bei Zeiten einbuddeln. Und gerade jetzt hat keiner von uns beiden, weder Dirk noch ich, irgendwie großartig Kraft im Garten zu buddeln. Ja, sobald man sich bückt, ist dann der Rüssel gleich zu und hier, ach nee, vergiss es. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt der Rieseneinkauf. Wocheneinkauf, ne, das ist seit über einer Woche der erste Einkauf gewesen. Etwas größer ausgefallen, was soll's, dann ist es so. Jetzt rufe ich die Kinder, die dürfen mir helfen beim Verräumen. Und dann werden wir zusammen noch schnell hier Tee trinken und anschließend mache ich was zum Abendessen. Aber es wird nichts Besonderes. Ich nehme euch zwar mit, ich habe vor, Milchreis im Instant Pot zu machen. Und Christian mag absolut keine Milchreis. Für ihn habe ich von gestern noch was von dieser super leckeren Topf, diese Schmorkartoffeln. Da ist noch ein bisschen was da. Ist nur nicht genug eben für alle jetzt. Deswegen, wer will, kann gleich noch Kartoffeln essen. Und für den Rest mache ich heute süßes Abendessen und zwar Milchreis. Aber erstmal alles hier verräumen. Dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich mache jetzt Abendessen. Ich musste mich vorhin gerade hinlegen, kurz nachdem ich Teechen getrunken habe. Mir ging es überhaupt nicht gut irgendwie. Der, ja, ich sag mal, gar nicht so lange Einkauf war schon viel. Also war sehr, sehr anstrengend. Jetzt geht's einigermaßen, obwohl ich immer noch nicht wirklich Luft kriege, aber das liegt halt an der Erkältung. Ne? Jetzt mache ich Milchreis und stelle dann auch ein bisschen später die von gestern, diesen Schmorkartoffeln zum Warmmachen. Aber jetzt erstmal Milchreis und den mache ich immer, seit ich den Instant Pot habe, im Instant Pot, weil da nämlich nichts mehr, also nichts passieren kann. Es brennt nicht an, es läuft nicht über oder sonst irgendwas. Man muss nicht Stunden jetzt, okay, Stunden vielleicht übertrieben, die ganze Zeit daneben bleiben und umrühren. Das braucht man alles mit dem Instant Pot nicht. Und ich werde jetzt auch immer wieder gefragt, was für ein Instant Pot du hast. Ich habe Instant Pot Duo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es gab es damals im Angebot. Ich wollte so ein Dings haben mit Druckgarfunktion, ne, damit alles schöner, schneller, schonender und so weiter gegart werden kann. Der ist aber für uns, für größere Mengen, wenn ich jetzt Suppen koche oder sowas, für einmal eventuell ausreichend. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, für morgen noch was mitkoche oder fürs ganze Wochenende, ist er uns dann zu klein. Aber jetzt sowas wie Milchreis oder irgendwelche Soßen, da ist der perfekt. Instant Pot Duo, nicht Crisp, den gibt es mittlerweile als Duo Crisp. Das heißt, dass in dem Teil mit Crisp-Zusatz halt, ne, man auch als Fritteuse das Ding tatsächlich benutzen kann. Dieses hier nicht. Aber brauche ich auch nicht unbedingt. Also, ich zeige euch, wie ich den Milchreis mache. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt, aber in letzter Zeit nicht. Also für die Neueren hier auf dem Kanal, vorausgesetzt, es gibt in letzter Zeit neuere, ja, zeige ich euch, wie ich das hier in diesem Ding hier mache.
Nicht jeder Instant Pot hat diese Schaltfläche Reis. Ich habe die. Ansonsten benutzt man Multigrain die Schaltfläche oder man macht das manuell einstellen. Mein Instant Pot hat nun mal diese Schaltfläche für Reis. Ist eine mega Sache. Also das ist jetzt wirklich, man braucht keinen Reiskocher, wenn man das Ding hat. Ne, es ist eine super tolle Erfindung. Ich habe jetzt Reis, Milchreis reingetan. Ich habe erstmal ein bisschen mehr. Dirk ist ja morgen auch zu Hause. Kann er mittags noch, was übrig bleibt, essen. Reingetan. Den habe ich einmal kurz durchgespült. Jetzt gebe ich minimal Salz, vielleicht einen halben Teelöffel. Und ich habe gerade Salz aufgefüllt nach dem Einkaufen. Und dann koche ich mein Milchreis immer mit einem Teil Wasser und Teil Milch. Hier habe ich jetzt Zucker. Gebe auch nicht ganz so viel rein, so 2 Esslöffel erstmal nur. Vielleicht ein klein bisschen mehr. Es ist besser, man süßt nach auf den Teller. Wir nehmen auch oft Marmelade oder sowas dazu oder Apfelmus nimmt Dirk oder Zimtzucker. Das ist dann doof, wenn der Milchreis von vornherein schon sehr süß ist. Und dann gebe ich einfach ein bisschen Wasser mit rein. Und anschließend dann Milch. Es ist immer so 1:2,5, 1:3 ungefähr Verhältnis Reis und Flüssigkeit. Ich mag den Reis lieber, wenn er etwas flüssiger ist am Ende und nicht so ein fester Reisklumpen. Deswegen nehme ich immer ein bisschen mehr. Deswegen, aber ich habe jetzt mal ein Teil Reis, ein Teil Wasser und 2 Teile Milch dann. Ne? Also so. Ich hätte keine Grammangaben oder Milliliter oder sowas dabei, sondern so Pi mal Daumen, ne? so nach Gefühl. Und jetzt gebe ich noch ein Stück Butter mit rein. Das gebe ich gleich ein kleines Stückchen und dann kann man immer noch auf dem Teller, wenn man will, noch ein bisschen Butter nehmen. Ich brauche ein Tuch. Und dann guckt man, einmal verrühren, könnte sogar schon ausreichend sein. Ich habe ein bisschen zu viel Reis, glaube ich, genommen diesmal. Naja, ist dann so. Ein bisschen mehr Milch. Ich mache das jetzt tatsächlich, weil ich das eher flüssiger mag, 1:3 Verhältnis. Ne? Ein Teil Reis und dann 3 Teile Milch und Wasser. Und jetzt einfach mal Deckel drauf, Ventil zu und Reisprogramm. Bei mir, es gibt 3 Programme, einmal Less, Normal und More. More sind dann 15 Minuten, ich nehme meistens Normal, also Mitte, das sind 12 Minuten. Unter Druck und dann lasse ich die ganze Geschichte natürlich abdampfen, das heißt, ich drehe nicht den Ventil wieder auf und dann lasse das abdampfen, sondern ich lasse das ganz einfach nur stehen. Auf Warmhaltefunktion, ne, dieser Instant Pot, der hält dann ewig und ein bisschen noch das Essen warm. Ich lasse das auf Warmhaltefunktion erstmal stehen, bis das von alleine abgedampft ist. Das gibt dem Reis auch die Möglichkeit, noch ein bisschen nachzuziehen und aufzuquellen. Ja, und dann kann man das aufmachen und schnabulieren. Wir nehmen dann oft Marmelade, meine selbstgekochte Marmelade. Mag ich zum Beispiel mit Marmelade am liebsten Milchreis, ne, einfach so drüber. Oder man kann auch irgendeine Fruchtsoße nehmen, Schokosoße oder Zimtzucker, wie auch immer. Ja, das wird jetzt einfach für mich gekocht. Ich muss nicht daneben stehen und umrühren und noch irgendwas machen. Wunderbar. Ich kann mich wieder dann aufs Sofa packen. Genau. Und nachher, wenn das Essen fertig ist, zeige ich euch natürlich, wie der Reis am Ende aussieht.
Und ich berichte euch ein bisschen. Entschuldigung, das war jetzt die Schublade hier, die ist zu voll. Berichte ich euch, was es hier so Neues gibt, wie es meinen vierbeinigen Kindern geht da draußen. Genau, aber alles ein bisschen später. So, ihr Lieben, fertig ist mein Milchreis. Mit meiner selbstgemachten Kirsch-Erdbeer-Vanille-Marmelade vom letzten Jahr. Genau, das andere ist auch schon warm. Die Kartoffeln von gestern, deswegen rufe ich jetzt mal die Mitbewohnerchens und dann werden wir essen und dann sehen wir uns kurz wieder. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen, oder Dirk und Isi sitzen immer noch am Tisch und quatschen über irgendwas und genießen noch ihren Milchreis. Ja, Christian hat sich riesig über die Kartoffeln gefreut und Dirk hat erstmal Kartoffeln und dann Milchreis gegessen. Ja, also es ist alles super, alles, ja, die Familie ist zufrieden. Und ich wollte nur ein bisschen berichten, wie es unseren vierbeinigen Kindern geht und so, was hier so gerade ist. Ja, die Katterchen wurden gestern sehr spät geliefert. Also, ne, der Tierarzt, unser Nachbar, hat sie dann gebracht, dass er Feierabend hatte. Und Mittwoch ist bei ihm anscheinend ein langer Tag. Außerdem ist der Weg auch nicht gerade, ne, so um die Ecke hier, wo die Praxis ist. Da hat er an die Tür geklopft und standen die drei dann in ihren Kisten und haben sich beschwert. Die haben rumgemeckert. Und der hat auch noch gelacht und meinte, ja, die sind nicht gerade gnädig gestimmt gerade. Die haben schon die letzte Zeit so auf dem Weg nach Hause und vorher auch schon sich richtig laut beschwert. Das hat ihm natürlich nicht gefallen, eingeknastet zu sein und dann auch mal 24 Stunden tatsächlich nichts zu essen gekriegt, die Armen. Weil vorher die Nacht, wir haben sie spät abends in die Käfige gesteckt, damit sie morgens nüchtern sind. Ne? Die dürfen ja, das ist ja Vollnarkose und so, dürfen ja dementsprechend nicht was gegessen haben bevor, ne, davor. Kennt ja jeder, der auch mal schon eine OP hatte. Ja, und danach, bis die dann dran waren sozusagen und danach auch, ne, bis die zu Hause waren, hatten die ordentlich Hunger und die waren richtig angepisst. Die waren richtig böse auf uns. Also normalerweise liegen die ja immer auf dem kleinen Sofa da beim Ausgang, ne, aus dem Anbau. Gestern, also die letzte Nacht, nein, die wollten da nicht hin, die haben sich da hinten irgendwo auf der Holzterrasse bequem gemacht und haben sich nicht streichen lassen, vor allem mein Demok, ne, mein Kleiner, der wollte nicht. Wir haben die rausgelassen, ihnen gleich zu essen gegeben, ne, hat Johannes gesagt, die dürfen auch was fressen und so. Zwei haben sich gleich drauf gestürzt, Karamell und Felix, aber Demok ist einfach so zack, richtig demonstrativ um die Ecke und weggegangen erstmal. Ja, die waren sauer erstmal, das ist klar. Ne? Man hat die eingesperrt, hat ihnen die Glocken abgeschnitten. Aber denen geht's gut. Die fühlen sich pudelwohl. Jetzt lassen sie sich auch wieder knuddeln und fressen. Also die haben alles sehr gut überstanden, liegen da die ganze Zeit auf dem Sofa wieder auf der kleinen Terrasse und ja, genießen wieder ihr Leben. Die 24 Stunden hoffentlich sind schnell vergessen, ne? In denen sie nichts zu essen gekriegt haben und auch in diesen kleinen Kisten eingesperrt waren. Musste aber nun mal sein. Ne? Es sind nun mal drei Kater und wenn man die hier so die ganze Zeit frei rumlaufen lässt, ist klar. Wir haben zwei im Dorf, also ich wüsste nicht, wer von den Nachbarn überhaupt eine Katze hat. Und ein paar haben, aber die sind dann definitiv auch schnippschnapp schon längst, ne? Außer vielleicht irgendwelche vorbeilaufenden Katzen, wilde Katzen, ne? Aber ich habe auch keine gesehen. Also eigentlich sieht man hier, ne, was hier so drumherum passiert. Wir haben eigentlich keine weiblichen Katzen, die hier durch die Gegend laufen, aber das kann man nie wissen. Also haben wir die jetzt kastrieren lassen und die Jungs haben es gut überstanden. Meine Jungs sind natürlich hier, die Zweibeinigen, voller Mitgefühl.
Rafi kam von der Schule nach Hause, hat gesehen, oh, meine armen Brüder. Ich musste so lachen, also wir, die, oh, die Armen. Ja, so sieht's aus. Ich muss immer noch lachen. Die armen gefallenen Brüder, hat er gesagt. Die Boys sind weg. Ja, das war jetzt bei uns tatsächlich die ganzen letzten Tage so ein großes Gesprächsthema, im Lachthema teilweise, bei den Jungs. Vor allem, naja, jetzt ist es Geschichte, jetzt haben wir das gemacht und alles ist gut. Uns geht's den Ledernen, Zweibeinern oder Dosenöffnern, ne, oder wie auch immer, einigermaßen. Also wir konnten uns aufraffen und einkaufen fahren, aber danach lag Dirk da hinten auf dem Sofa und ich hier. Weil er ja gerade jetzt nach dem Essen merke ich wieder, die Kraft ist wieder weg. Und man schwitzt und irgendwie alles so richtig K.O. Wir bellen um die Wette die ganze Zeit hier, ne? Husten, Risse läuft und so. Also so dolle besser geht's uns nicht, aber minimal schon. Ich sehe natürlich besser aus heute, aber ich habe mich auch geschminkt. Das bringt auch schon viel, ob man jetzt nur Nivea sich ins Gesicht klatscht nach dem Waschen morgens oder ob man diese getönte Nivea ins Gesicht sich klatscht. Das ist schon ein bisschen Unterschied. Entschuldigung. Ja, aber jetzt ist der Tag vorbei. Ich werde mich nur noch an den PC setzen, dieses Video bearbeiten. Aber es ist wirklich, bei diesem Video wird ganz wenig zu tun sein, weil ja nicht so viele einzelne Momente, die geschnitten werden müssen, sondern mehr so bla bla bla. Ne? Hauls sind immer am allereinfachsten zu bearbeiten. Da muss man gar nicht schneiden. Nur den Anfang und das Ende, ne, wo man dann den macht, um die Kamera auszumachen, dass das weggeschnitten wird. Und ansonsten ist es eigentlich immer sehr easy peasy. Genau, morgen, ja, ach so, ja, ich musste heute meine Wassergymnastik sausen lassen. Ist ja klar, in so einem Zustand, wie ich gerade bin. Aber kann ich nicht zur Wassergymnastik und ja, ansonsten, morgen ist Physio, habe ich auch abgesagt. Logischerweise, ich will ja nicht meine Laura da jetzt anstecken, dass sie das dann weiter an ihre Kinder gibt oder so. Und eigentlich hatte gestern Sophia angerufen, für heute hätte ich jetzt gerade so vor ein paar Minuten Termin mit dem Arm gehabt. Habe ich auch nicht angenommen, also die hat was zwischendurch, einen abgesagten Termin wollte sie mir geben. Habe ich natürlich Nein gesagt, auch wenn ich liebend gerne Ja gesagt hätte. Aber naja, wenn man krank ist, kann man jetzt nicht, weil das ist da schon direkter Körperkontakt. Ist nicht das gleiche wie jetzt einkaufen gehen, wo man da nicht wirklich mit den Menschen direkt interagiert. Aber beim Armmassage, da würde jetzt Sonja direkt neben mir stehen. Und das will ich auch keinem antun. Aber nächste Woche geht dann alles ganz normal seine Wege. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass es hier ein Fleck ist. Irgendwo, wo habe ich das denn jetzt her? Ich habe mir da irgendwas abgekratzt. Da ist eine Wunde jetzt. Ich habe das gar nicht registriert. Und draußen ist gerade Weltuntergang. Vor 3 Minuten oder, ne, okay, ich laber schon 8 Minuten. Vor 10 Minuten war ich noch draußen. War Sonnenschein und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es ist richtig dichter Regen. Ah ja, April. Genau. So sieht's aus, ihr Lieben. Das war jetzt unser Tag. Minimal was im Haushalt gemacht, aber ich habe euch da jetzt nicht mitgenommen. So was wie Geschirrspüler. Nach dem Einkauf verräumen und umfüllen habe ich einmal durchgesaugt. Hier vor allem Küche, weil ich ein bisschen was verschüttet habe. Und Dirk hat, was schon trocken war, ein bisschen abgenommen von den Wäscheleinen, aber da steht immer noch alles. Also viel, was noch nicht trocken ist, weil wir die letzten Tage nicht wirklich Kamin angemacht haben. So kalt ist es ja nicht mehr. Genau. Und ansonsten war es das von mir. Ja, war heute so ein Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.